Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir uns mit einer weiteren Challenge befassen, und zwar die Rainbow Challenge. Viele kennen sie von anderen YouTubern, von irgendwelchen Social Media Seiten. Dann würde ich sagen, wir fangen dann einfach mal an. Ich werde euch jetzt nochmal kurz ins Gedächtnis rufen, welche Farben alle in einen Regenbogen gehören. Das wäre Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau und Violett. Ich habe hier schon ein paar Sims vorbereitet für die jeweiligen Farben. Hab sie alle entkleidet, alle auf eine Hautfarbe gebracht. Und dann werde ich sie jetzt umgestalten. Das werde ich wahrscheinlich wieder sozusagen im Speedcast machen, weil das sonst einfach wieder viel zu lange dauern würde. Also das Video meine ich jetzt, weil ich wahrscheinlich hier so ewig brauchen werde, um mich bei den Outfits und alles zu entscheiden. Und dann sehen wir uns einfach am Ende wieder, wo ich euch dann nochmal die einzelnen Sims alle zeige. Viel Spaß!
Das hat jetzt wieder länger gedauert, als ich gedacht habe. Deswegen bin ich froh, dass ich euch das sozusagen im Speedcast zeige. Sonst wird das Video ewig lang gehen. Auf jeden Fall stelle ich euch jetzt die Mädels vor. Und zwar, das ist sozusagen Red. Ich würde sie Red nennen. Und ja, sie ist ein bisschen wilder mit ihren Tattoos. Ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Latina-mäßig. Fand ich, also ich finde Rot immer so ein bisschen, es passt so eher zu diesen, ja, Brasilien, Argentinien, Kolumbia und so. Ich finde das von der, wegen der Hautfarbe passt es halt so gut, diese Farbe so zu den, ihr wisst es nicht mehr. Hier haben wir Orange. Also ich muss sagen, ich hatte wirklich bei manchen echt Probleme, irgendwas zu finden. Und auch wenn jetzt manches vielleicht nicht so ganz farblich zusammenpasst, ich habe halt darauf geachtet, dass es halt auf jeden Fall Orange oder Gelb oder wie auch immer ist. Wenn es jetzt nicht unbedingt genau dieselbe Farbe ist, so wie hier jetzt das Oberteil und der Rock. Ich finde, es passt trotzdem noch zusammen. Aber sonst hätte es halt wahrscheinlich nicht möglich gewesen, da was Gutes zusammenzustellen. Das ist die gute Yellow. Also das war gerade Orange, das ist Yellow. Die finde ich eigentlich geil, auch vom Gesicht her ist die richtig süß geworden. Da bin ich richtig stolz. Dann die gute Green. Da wollte ich auch so ein bisschen etwas Wilderes. Ich muss sagen, hier habe ich mir überlegt, ja auch Tattoos. Ich habe mir überlegt, die Tattoos zu geben. Vielleicht werde ich das auch noch machen, weil ich finde, es passt irgendwie so zu ihrem Style. Dann die gute Blue. Ich weiß, ich gebe ihr hell und dunkelblau. Ich weiß noch nicht, wie ich sie jetzt nennen werde. Aber das ist auf jeden Fall hellblau. Ich finde sie richtig süß geworden. So auch vom Gesicht her und so. Ich finde, hellblau hat immer so irgendwie was, man nennt es ja irgendwie auch so Babyblau oder so. Ich finde das halt irgendwie niedlich, die Farbe. Das ist dunkelblau, da fand ich das Kleid hier richtig schön. Habe das bei der hellblau, also wollte es hellblau geben, aber dann fand ich die Farbe also zu dunkel für hellblau. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ziehe ich das bei dunkelblau an. Und ich finde, viele sagen, die Haare finden, dass sie die Haare nicht schön finden. Ich finde die Haare eigentlich richtig schön. Ist halt auch wieder Geschmackssache, alles. Und das ist lila, also. Ja. Oder purple. Ich muss sagen, lila ist meine Lieblingsfarbe, also. Nicht. Hier muss ich sagen, mir ist es, glaube ich. Bei meinen Rainbow-Mädels ist es, glaube ich, entweder gelb oder hellblau. Ich weiß nicht, lila ist halt auch so, lila gibt es halt auch so viele verschiedene Richtungen von lila, von Flieder bis dunkel. Gibt es halt so viel Verschiedenes. Aber ich finde, es steht hier eigentlich noch. Ich find dieses dunklen Haare und dann dieses hellere Outfit, die Schuhe, finde ich, passen wieder so ein bisschen zum Oberteil. Von daher gleicht sich das alles so wieder ein bisschen aus. Ja, also, das waren jetzt meine Rainbow-Mädels. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ich das auch mal mit Männern machen soll. Mit Kindern, mit Kleinkindern, mit Tieren. Ihr könnt mir das ja gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr daran Interesse habt. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Lasst doch ein Like und wie gesagt einen Kommentar da. Es würde mich sehr freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich ein Abo. Tschüss.